das hier ist Struppe und das ist Peter. Und die beiden hier sind das bayerische Gemüse des Jahres. Wobei Struppe ein Asiasalat-Mix ist, der auch ein bisschen schärfer ist. Und Peter ist ein Pflücksalat-Mix, der schön mild im Geschmack ist. Und die beiden kommen jetzt hier in diesen nächsten Einkaufswagen rein. Wobei ich sowohl Struppe als auch Peter auseinandernehme, weil das sehr, sehr eng ist. Und wenn die Pflanzen ein bisschen mehr Platz haben zum Wachsen, dann kann man auch mehr ernten. Man kann die nämlich mehrfach schneiden. Und wenn ich die jetzt wirklich in der Mitte teile, natürlich mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass ich sie nicht zu arg verletze. Und dass sie vor allem nicht knicken, das ist die größte Gefahr. Dann kann ich wirklich zwei so schöne Hälften setzen und habe dann wirklich auch eine gute Ernte. Und wenn man dann schaut, dass man es nicht zu tief schneidet, treiben die immer wieder nach. Und man kann so bis in den Sommer rein regelmäßig für einen Salat hernehmen. Und die schmecken echt richtig schön knackig scharf. Wenn man das mag, ist das sehr fein. Und beim Salat haben die Einkaufswagen einen unschlagbaren Vorteil. Und das ist der, dass wir keine Schnecken da dran haben. Weil im Garten kämpfen wir immer wieder, gerade bei dem Wetter, wenn es jetzt so leicht regnet und noch dazu ein bisschen wärmer ist, mit Heerscharen von Nacktschnecken. Und die Einkaufswagen schaffen sie nicht. Also alles andere kommen sie ja wirklich hin, aber die Einkaufswagen sind absolut schneckensicher. Deswegen mag ich die auch gern. Und wir haben sie nicht irgendwo beim Einkaufen mitgenommen, sondern wir haben sie aus dem Altmetallcontainer raus. Die hätten verschrottet werden sollen und haben sie jetzt seit 10 Jahren im Einsatz und sie funktionieren einfach super. Auch wenn es Geschmackssache ist. Auch in den Gemüseeinkaufswagen habe ich jetzt verschiedene bayerische Gemüse des Jahres gesetzt. Das ist jetzt unter anderem eine Chili, die Lila Luzi. Und was auch noch drin ist, ist Lili Lilliput. Das ist eine Snack-Gurke. Und die haben wir jetzt auch die letzten Jahre eigentlich immer gehabt. Und die trägt unglaublich viele wirklich schöne kleine Früchte. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei, dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.